Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Enderal. Und es geht weiter auf unserer Reise hier durch Enderal bei der zweiten Staffel, zweite Aufnahmesession. Und wir haben beim letzten Mal hier am Wasserwerk aufgehört und da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken, würde ich sagen. Und ich habe ja letztes Mal den jungen Herrn da unten oder die junge Frau, ich kann es leider nicht erkennen, da unten erkannt. Und wir wissen alle, das ist bestimmt kein freundlich gesegneter Typ. Das wird bestimmt auch einer von den Banditen sein. Deswegen werde ich mich da mal kurz hinbewegen. Ich muss zielen, das ist mein Problem. Ob ich so gut zielen kann? Ich muss vor allen Dingen in den Kopf schießen. Feuer! Das ist tatsächlich ein Bandit. Wow! Ja! So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen das Bogenschießen skillen. Aua! Voll der Pfeil in den Bauch gekriegt. Mist, schon wieder. So, einmal muss ich dich noch treffen. Ja! Was passiert eigentlich? Kann ich den eigentlich K.O. hauen? Schade. Weißt du was? Tschüss. Was? Ich schieß daneben? Das gibt's doch gar nicht. Elende Ratte. Oh, das war jetzt brutal. Ey, der ist voll durchs Leder gefallen. Mensch, Qualitätsleder. Ziehen wir ihn da mal raus. Oh, vielleicht sollten wir ihn auf Feuer legen. Okay. Dann nehmen wir uns mal die Dietriche an uns, die Groschen, hier eiserne Handschuhe, nehme ich auch immer gerne mit. Ich sollte eigentlich alles mitnehmen, weißt du, das kannst du gut verkaufen. Komm, wenn schon, denn schon. Oh je. Tja, die Apothekari wurden ja hier vernichtet, wir wissen es noch alle, was hier passiert ist. Wir saßen hier auf dem Stuhl und dann kam irgendwas auf uns zugeflogen und das hat dafür gesorgt, dass hier alles tot ist. Das ist nicht so schön. Und hier ist auch der Alchemistentisch ist weg. Das könnte hier noch so ein Überbleibsel sein. Diese Flaschen, die da liegen. Und hier liegt Carbos. Ist das der Pfeil? Ja, Tatsache. Der Pfeil, der Carbos getötet hat, der ist sogar noch da drinne. Ich könnte mir jetzt das Eisenschwert nehmen. Aber ich möchte dem eigentlich gerne nichts nehmen, außer hier vielleicht das Abzeichen der Apothekari. Das nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir das ja mal gebrauchen. Man weiß es nicht. Und hier liegt tatsächlich Dalsaka Honigwein. Mal hinstellen. Was steht denn drauf? Bleib liegen. Egal, ich nehme ihn einfach mit. Königsmet. Und hier ist sogar Lebensabsorption. Rang Nummer 1. Aber ich glaube, den Zauber haben wir schon, wenn ich mich nicht ganz täusche. Abzeichen der Apothekari, Ambrosia und natürlich hier noch die eisernen bzw. die Stahlpfeile klauen wir uns noch. Ich möchte kurz noch was ansprechen. Ich weiß nicht, wie sehr das bei der letzten Aufnahmesession aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, als ich die ganzen Videos hochgeladen habe, dass meine Tonspur, also auf der ich spreche, doch relativ, wie soll ich sagen, übersteuert ist an manchen Stellen. Und ich werde zum allerersten Mal diese Tonspur bearbeiten. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt und wie das Ergebnis im Endeffekt ist. Und das werde ich in dieser Aufnahmesession einfach mal ausprobieren, wie das ist. Wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn es gut klappt. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Weil hier könnte ja noch irgendwas sein. Hier ist ein schönes Netz, wie man sieht. Hier wurden wahrscheinlich, wenn man die Fische gefangen hat, wurden die hier oben in diese Behälter gepackt und wurden dann da geschlachtet. Was haben wir denn hier? Blauer Quarz. Der Wert ist 29 pro Quarz. Das ist gut. Ist da was im Korb? Tatsache, da war was drin. Ist hier auch was? Warte mal. Ist hier auch was im Korb? Nö. In dem Korb ist nix.
Schade. Müssen wir mal gucken. Es lag hier ja ein bisschen was an Quarz, glaube ich. Wenn ich mich noch richtig dran entsinne. Ja, ja, da ist noch ein Quarz. Ist hier was drin? Kippen. Ja, da kam tatsächlich wieder was raus. Es lohnt sich also, die Körbe zu kippen. Und hier liegt auch noch was. Und da ist auch noch einer drin. Ist noch was drin? Nein. Und ich glaube sogar, dass hier was im Wasser ist. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Ich muss mich ja mal ein bisschen umgucken. Was ist das denn? Irgendwie ist das toll hier. Aber das sieht aus wie so ein Turm. Ist der mal von da oben irgendwo runtergekommen? Ja, das sieht da so an dieser Stelle da irgendwie aus. Da oben. Da könnte mal ein Dach drauf gewesen sein. Aber wer weiß, wie alt dieses... Tja, dieses Werk hier ist. Da ist noch ein Quarz. Wir nehmen natürlich alles mit, wie sich das gehört. Weil wir werden es nämlich noch brauchen. Und dann werden wir uns mal um unsere erste Aufgabe bemühen, die wir absolvieren wollen. Jasper hat uns ja beauftragt, dass wir Jero, also für Jero irgendwelche Informationen sammeln müssen. Und da müssen wir seinen alten Freund befragen und wir müssen dann noch irgendwas anderes machen. Ich glaube, es waren zwei Sachen. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Da, die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses ins Meer geworfen hat, finden. Mit Jeros Jugendfreund. Mit Jeros Jugendfreund. Ich kann gut Deutsch hier. Nachdem ich gestern Nacht auf die beiden Apothekare getroffen war, hatte ich eine Art Vision. Kaum war diese Vorahnung vorüber, hörte ich die beiden Apothekare exakt die Dinge sagen, die ich in der Vision hörte. Dann überfielen Banditen den Staudamm und töteten sie. Ich selbst verdanke mein Leben einem Söldner namens Jasper del Varek. Er eröffnete mir, dass dieses verdammte Fieber wohl meiner plötzlichen Magiebegabung zu verschulden ist und bot mir an, mich seinem Auftraggeber vorzustellen, der es heilen kann. Im Gegenzug soll ich ihm helfen, Licht in den Amoklauf eines Magisters zu bringen. Dieser Magister nennt sich Jero. Ja, da müssen wir echt mal suchen. Oder beziehungsweise wir müssen uns da mal bemühen, dass wir das irgendwie in Erfahrung bringen. Und dann müssen wir ja auch sehen, also ich sehe jetzt zum ersten Mal, mir fällt das jetzt nämlich mal so auf, alles was Hauptquests sind, haben hier oben diese Drachenköpfe und alles was Nebenquests sind, haben dieses, ja ich weiß nicht was das sein soll. Sieht mir ein bisschen aus wie ein Pfeil irgendwie oder wie ein Füller. Ein verzierter Füller. Na gut, das will ich nicht machen. Wir werden jetzt erstmal die Hauptquest machen. Was ist das da? Was ist das? Warte mal. Nehmen wir mal das Schwert. Hä? Was ist denn das da für ein Grafikfehler? Liegt hier vielleicht noch was? Ich meine, es kann ja alles gut möglich sein, ne? Wo kommt denn der Fuß her? Dieser Käsequanten, der geht hier... ich will nicht durch das Wasserrad. Hilfe! Okay, keine Fische hier. Das heißt also, wir müssen uns weiter umgucken. Boah, was ist denn eigentlich heute mit meiner Maus los? Kleinen Moment. Irgendwie rutscht das Kabel so weit weg, dass ich echte Probleme habe, hier zu hantieren. Dieses Problem habe ich normalerweise nicht. So, jetzt ist es besser. Manchmal hat man auch Probleme. Kann ich die Pilze mitnehmen? Schade. Ich dachte, ich könnte die vielleicht mitnehmen. Was ist das? Ernte Muschel. Muschelfleisch wurde dem Inventar hinzugefügt. Kann ich denn Muschelfleisch als Zutat nehmen?
Menschenfleiß? Menschenfleiß. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe heute irgendwie eine ganz merkwürdige Aussprache. Das sieht mir mehr aus nach... Muschelfleisch, das ist tatsächlich ein Verbrauchsgegenstand. Heilt euch um 3 Punkte Lebensenergie für 4 Sekunden außerhalb des Kampfes. Mhm. Okay. Bringt also jetzt nicht so viel. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Ja, Tatsache habe ich. Disteln. Friedenskraut. Noch ein bisschen Friedenskraut und noch ein bisschen Friedenskraut. Und die eine Distel habe ich auch aufgesammelt. Hier ist ein bisschen Fisch. Aber der Fisch scheint nicht mehr gut zu sein, den kann ich nicht mehr mitnehmen. Liegt hier vielleicht noch was? Was ich noch übersehen habe. Ein leeres Fass, ein Fass zum Durchsuchen, 2 Groschen. Sehr gut. Hier ist ein Baum gefällt? Warum liegt hier ein Baum? Da ist noch eine Muschel, die nehme ich mir auch noch mit. Hier sind wieder diese Schlammmorcheln, die nehme ich auch mit. Egal. Diesen Vogel lassen wir in Ruhe, der war ja beim letzten Mal auch nicht gerade... Verdammt. Jetzt hänge ich ja auch noch. So, die Truhe nehmen wir... Da sind aber noch Pilze. Kann ich auch nicht mitnehmen. Glaubt man's denn? Diese Spinnenwebe ist hier auf jeden Fall sehr bedrohlich. Hinterher kommt dann noch Tarantula raus und dann überfällt sie uns. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Das heißt also, wir können uns jetzt hier mal die Treppe hochbewegen. Und hier in den Blumen ist auch nichts, ne? Ah, man muss sich aber ein bisschen umgucken. Jetzt hänge ich hier. So, jetzt bin ich raus. Ich glaube, hier konnte man rein, oder? Alte Dammwart. Wir betreten die Dammwart. Und sehen... Ich habe was gehört. Und warum ist hier die Musik so... spannend? Eisenerz. Ein paar Lederstreifen. Den Blasebalg muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ist nicht da? Nichts Besonderes. Hübsches Bild. Aber aufhängen würde ich mir das trotzdem nicht. Einzelteile. Was ist das? Einzelteile. Nehmen wir alle mal mit. Was ist das hier für ein komisches Geräusch? Dieses Bild ist mal mega schief, wie wir gerade sehen. Ein Eisendolch. Mhm. Da ist eine Truhe, mal sehen, was drin ist. 20 Groschen. Hat sich schon mal gelohnt, hier reinzugucken. Was soll das da darstellen? Achso, ein Trompetenmenschen. Ich... Tröte-Mensch, wollte ich sagen. Ist hier noch was drin? 2 Groschen. Okay. Aber ich bin eigentlich der Meinung, ich habe da was gehört. Wow! Ich glaube, ging das nicht? Ja, das ging. Super. Das hat ja echt viel gebracht. Wow! Flambierte Mooskrabben. Mooskrabbler. Oh, das ging ja gut. Sind die beide tot? Also dieses mit dieser Armbrust, das wusste ich noch vom letzten Mal, dass die da oben war, weil den Anfang merkt man sich meistens mehr als dann den Rest des Spiels. Tatsache, das hat was gebracht. Oh! Was hat denn hier so gescheppert gerade? Ich will es gar nicht wissen. Da ist auf jeden Fall ein Eisenbarren, wenn ich das richtig sehe. Her damit. Jetzt hänge ich. Uiuiui. Eine Kappe. Hier sind sogar ein paar Schuhe. Ich nehme die mal nicht. Genesungstrank 20. Morgenlufttrank. Ach ja. Der guten Morgenlufttrank. Ja, da kommen noch ganz skurrile Sachen bei raus. So. Gegorene Ziegenmilch. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ambrosia.
Ein Eisenschild, 30 Pfeile und eine Axt. Die Axt nehme ich nicht mit. Zerschlagt euch den Weg. Blockierende Spinnennetze mit Waffen oder Magie. Was? Hä? Ist hier noch irgendwo eine Spinne? Okay. Hier kriegen wir auf jeden Fall Spinneneier. Mit Spinneneier können wir auch was Tolles machen. Überall sind 3 Stück drin. Was haben wir hier im Sack? Salz. Salz kommt auch immer gut. Geht hier die Tür nicht auf? Ist hier keine Tür? Schade. Okay. Es wirkt nicht so, als ob da irgendwo eine Tür wäre. Wow. Was haben wir hier noch? Ein Hammer? Hier, voll der coole Hammer. Oh, wir machen jetzt erstmal aus dieser Spinne Matschmus. Nein, das bewirkt nichts. Was ist das? Das ist einfach nur eine Kappe. Das Schild möchte ich aber gerne mitnehmen. Was? Ein Schild erhöht den Rüstungswert, auch wenn ihr nicht damit blockt. Blocken erhöht zusätzlich den... Was? Schlag? Irgendwas stand da. Komm, wir nehmen das doch mal alles mit. Ich wollte es erst nicht mitnehmen, aber... Man weiß ja nie, ob man es gebrauchen kann. Diese Musik erinnert mich gerade so ein bisschen an Deponia irgendwie. So. Jetzt wollen wir mal das Schild. So, auf F. Eisenschuhe. Wir haben jetzt im Moment Kettenstiefel an. Wir ziehen die mal an. Und die Eisenhandschuhe. Wie sehen wir jetzt aus? Ja, ein bisschen Mischmasch ist drin. Aber es geht noch. Ich glaube, ich habe sogar eine Kapuze. Nee, die müssen wir jetzt nicht unbedingt aufsetzen. Dann gehen wir jetzt am besten mal... Ist hier noch irgendwo was? Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt. Nee. So, dann gucken wir mal auf die Map. Umgebungskarte. In der Umgebungskarte seht ihr die Welt aus der Vogelperspektive. Ihr werdet als 2 dargestellt, um euch orientieren zu können. Auftragsziele werden ebenfalls dargestellt, sowie alle Orte, die ihr entdeckt habt oder von denen ihr wisst. Okay, hier sind wir. Und wir können jetzt entscheiden, ob wir mit Jeros Jugendfreund sprechen wollen oder ob wir die Schatulle suchen. Ich würde ja fast sagen, wir werden erstmal die Schatulle suchen. Damit wir da ein bisschen vorankommen. Und Jasper, der sitzt da oder steht da immer noch als schön an seinem Lagerfeuer. Und vergnügt guckt er in diese tolle Landschaft. Und ich höre was. Ah ja, ich höre das nicht ohne Bedenken. Huh! Boah. Was? Erschöpftes Ausatmen stand da gerade. Er hat sich doch überhaupt nicht angestrengt. Ich hab doch wieder die ganze Arbeit gemacht. Und er tut dann so, als ob er hier sonst was gemacht hätte. Nee. Das sind mir immer die richtigen. Die so... Huch. Zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen. Und es trinken Hirtenbauern, die sonst auf dem Land versauern. Händler, Schmied und auch der Bart sind sich heute für nichts zu schade. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Sag ich auch immer, aber trotzdem mache ich es immer wieder. Schön. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist hier so viel Blut, aber dann haben wir ja hier die Ziege gehabt und da haben wir das Fell dann ja davon bekommen. Da hat wahrscheinlich... Da ist noch eine Ziege. Weißt du was? Wir werden uns mal als Jäger ausgeben und ich versuche den Kopf zu schießen. Du blöde Ziege! Was ist das denn?
Mensch, die Ziege war wahr. Was? Ich hab die Ziege ja halbwegs gerettet, will ich fast behaupten. Naja, jedenfalls vor dem Steinschlag habe ich sie bewahrt. Aber ich selber... Da war was, tatsächlich. Was ist das? Achtung! Grenze des behüteten Landes. Hinter diesem Bergpass kann kein Schutz vor Wegelosen gewährt werden. Reisende sollten sich vor Steinschlägen und Überfällen in Acht nehmen. Das ist ein toller Hinweis. Warum tackert ihr denn das hier nicht gleich an den Pfahl? Dass man es besser lesen kann. Ich habe das jetzt nur gerade... Da fällt schon wieder ein Stein runter. Mensch, ist das hier sicher. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Speichern. Kommt hier gleich noch ein Stein. Huch. So viele Vöglein, die hier wegfliegen. Ist ja super. Naja. Ah ja. Hier ist also der... Das andere Ende, sozusagen, von dem Wasserwerk da oben. Ich nenne das immer Wasserwerk, frag mich nicht warum. Da hinten ist ein Lager, so wie es aussieht. Ich möchte mal gucken, ob hier vielleicht diese Quarzteile runtergefallen sind, aber sieht nicht so aus. Und ein Versteck hinterm Wasserfall ist hier auch nicht. Nein? Wie sieht das auf der Seite aus? Ist da ein Versteck? Nein. Und hier? Nein, auch nicht. Okay. Dann vergessen wir das mal ganz schnell. Was haben wir denn hier so Schönes? Eine Kiste und einen Genesungstrank, der ranzig ist. Und mal wieder 25 Pfeile. Jetzt haben wir schon 114. Halleluja. So, ein Dietrich und 10 Groschen bekommen wir. Und hier könnte ich schlafen, wenn ich wollte. Was? Upsi. Irgendwie habe ich gerade... weil ich den da gesehen habe, der stand doch da eben noch nicht, oder? Guten Tag, verehrter Herr. Der ist böse. Ich erkenne es an seinem Grinsen. Ich erkenne es an seinem Grinsen. Feuer! Ich habe ihn noch nicht mal getroffen. Sieht er mich nicht? Jetzt sieht er mich. Okay, du willst es halt so. Weißt du was? Ich werde mal sehen, ob ich den flammenden Tod irgendwo herkriege. Flammender... was? Flammender Tod! Sehr gut. Den haben wir jetzt auch weg. War ja jetzt überhaupt kein Gegner vor uns. Ach Mensch. Wir sind so bescheiden. So, ein Dietrich. Der hat ja auch wieder alles Mögliche. Wieder Pfeile, Langbogen. Ich will nicht das ganze Kram mitnehmen, bevor wir unser Inventar wieder zumüllen. Ich bin ja sehr berüchtigt dafür, dass ich das Inventar immer total zumülle. Oh, da unten ist ein Karnickel. Müsste ich eigentlich mal versuchen abzuballern. Und vielleicht bekomme ich dann ja mal was. Hier gibt es ein paar Pilze, aber die kann ich nicht einsammeln. Glaube ich zumindest nicht. Ich speichere mal eben. So. Ah, jetzt habe ich hier wieder was im Weg. Das gibt's doch gar nicht. So. Aha. Da oben fliegen ein paar... Ach komm. Ich kann hier runter... Was ist das denn? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier Geld liegt. Wie viel war drin? Sagt mir keiner. Ist ja voll gemein. Bestimmt nur eine Münze oder so. Aber dass da überhaupt ein Geldbeutel liegt, habe ich den letztes Mal auch gefunden? Ich glaube nicht. Hier sind ein paar Kürbisse.
Was qualmt denn da oben? Ich glaube, das beantwortet sich gerade. Da oben läuft eine gute Frau. Eine gute vor allem Ding. Die scheint nicht gut zu sein, die ist böse. Die schießt mir vor die Füße, wie man sieht. Jetzt hat sie auf Augenhöhe geschossen. Los! Wow! Voll in Schädel. Das hat man richtig gesehen. Was ist das denn? Die Pfeile schweben ja so halbwegs im Wasser. Weißt du was? Ich werde das, glaube ich, jetzt mal mit Lebensabsorption machen. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Schild und ein Schwert. Wir müssen ja mal alles ausprobieren. Boah. Ui. Man hat ja sehr viel gesehen davon, von der Animation. Irgendwie war die Pflanze voll im Bild. Okay, was hat die denn dabei gehabt? Enderaler Groschen. Dietrich, mal wieder ein paar Pfeile. Also mit Pfeilen werden wir hier echt zugekleistert. Aber ich finde, das war jetzt mal nötig. Ich möchte ja gerne mal alles benutzen. Das heißt, Pfeile, meine Magie und natürlich die Nahkampffähigkeiten möchte ich auch verbessern. Und das haben wir jetzt eben gerade gemacht. Oh, hier gibt es ein Brot. Mmh, lecker. Was? War da gerade was drin? Oder warum hat sich das gerade so komisch bewegt? Ich nehme einfach mal alles mit. Genesungstrank, ranzig. Ist ja super, wenn die ranzig sind. Wer weiß, wie alt die sind. Eine Fackel. Hä? Das ist ja eine Leiter. Oh, hier kann ich... Es ist irgendwie eine schöne Gegend, ne? Ich meine, hier so ein Lager zu haben und du hast hier gleich immer eine richtige Dusche. Und wenn du mal aufs Klo musst, machst du da einfach in das Wasser und es fließt weg. Ja, gehen wir mal da hoch. Was auch immer da ist. Ein paar Nebelschwämme. Oh, eine Schatulle mit Lehrling. Oh, oh. Schlösser knacken. Nutze Maus und W, um euren Dietrich auszurichten und ein Schloss zu knacken. Ihr könnt es knacken, wenn ihr euren Dietrich im richtigen Winkel positioniert ist. Hä? Ihr könnt es knacken, wenn euer Dietrich im richtigen Winkel positioniert ist. Ich sollte auch richtig lesen. Je näher er der korrekten Position ist, umso geringer das Risiko, dass euer Dietrich abbricht. Um Gesellen, Experten und Meisterschlösser zu öffnen, müsst ihr entsprechende Erinnerungen freischalten oder Spruchrollen benutzen. Aha, okay. Naja, das mit dem Knacken ist ja einfach. Oh, ihr seid auf Stufe 3 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Super! Derzeitige Attribute, Lebensenergie 90, Mana 96, Stamina 95. Wählt ein Attribut aus. Was wollen wir für ein Attribut nehmen? Das habe ich beim letzten Mal genommen. Ich glaube Lebensenergie, oder? Oder habe ich Ausdauer habe ich nicht genommen. Oder war es Mana? Eigentlich müssen wir ja tatsächlich Mana machen. Aber Lebensenergie möchte ich jetzt gerne mal hochpushen. So, was haben wir denn hier? Ring des Bogenschützers. Des Beschützers. Bogenschützers, natürlich. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 7 Punkte. Und dann haben wir hier Zauber der Lichtmagie. Benötigt 7% weniger Mana. Ja, klingt gut. Waren auf jeden Fall gute Sachen. Jetzt muss ich erstmal hier runter wieder. Bevor ich abstürze und mir alles breche. Ich soll das helfen. Hä? Ich muss tatsächlich... Ich muss hier runterspringen. Okay. So, dann drücken wir mal das Heldenmenü. Was haben wir denn hier alles so Schönes dazugekriegt? Fernkampf ist immer noch auf 15. Alchemie ist ein bisschen hochgegangen. Na gut. Wir haben 4 Handwerkspunkte. Naja, gut. Wir müssen da sowieso mal gucken. Apropos. Was war das denn? Was habe ich denn da für einen Zauber an? Range. Okay, ich wollte Meditation haben.